Ich bin heute hier mit Achim Imrich im Hartmann-Nachwuchsleistungszentrum mit unserem U17-Trainer, der mit seinen U17-Jungs letzte Saison aufgestiegen ist in die Bundesliga. Achim, was sind denn jetzt eure Ziele in der Bundesliga? Gut, unsere Ziele sind frech, mutig, mit hoher Aufmerksamkeit alle Spiele anzugehen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, um natürlich nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen zu können. Einfach so getreu dem Motto, gekommen, um zu bleiben. Sehr schön. Was sind denn so die größten Unterschiede zur Oberliga? Gut, die größten Unterschiede sind natürlich, dass die Jungs alle fußballerisch, technisch, taktisch und auch athletisch bestens ausgebildet sind. Alle Mannschaften sind dort ja, auf einem ähnlichen Stand. Noch mit dazu, unser größter Punkt ist natürlich das Spieltempo und da geht es sich einfach schnellstmöglich anzupassen. Habt ihr dafür auch Neuzugänge verpflichtet? Ja, wir haben 12 Neuzugänge für die aktuelle U17 dazu bekommen. Und wie läuft das mit dem Scouting eigentlich in der Jugend ab? Gut, das Scouting ist so, dass es so gestrickt, dass wir Trainer natürlich am Wochenende, wenn wir spielfrei sind, auch unterwegs sind, Spiele anschauen, Spieler beobachten. Natürlich unser Scouting-System sind unsere Scouts dann auch immer Samstag, Sonntag unterwegs, die sich dann Spiele oder einfach schon bekannte Spieler anschauen oder dann dementsprechend auffällige Spieler in unserem System dann einfach vermerken. Und auf was wird neben dem Fußball Wert gelegt? Neben dem Fußball werfen wir verschärften Blick auf das Thema Schule. Versuchen die Jungs aber auch natürlich persönlich weiterzuentwickeln, versuchen sie in puncto Höflichkeit, Freundlichkeit, also unsere FCH-Tugenden einzuleben und das versuchen wir Trainer dann einfach im Training oder im gemeinsamen Umgang mit den Jungs dann einfach dementsprechend auch vorzuleben. Danke dir, Achim. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine ganz erfolgreiche Bundesliga-Saison mit der U17. Vielen Dank.